Sehr gut, Dave. Gerald hat mir gerade eine WhatsApp geschrieben und bittet um eine Antwort über die Vorteile, die man hat, wenn man erwacht ist. Ja, die Vorteile sind, lieber Gerald, wenn du erwacht bist, dass all die Nachteile, die du jetzt hast in deinem Leben, dass die wegfallen. Alles, was jetzt in deinem Leben schwierig ist, fällt weg. Du lebst dein Leben genauso wie jetzt, was du machst. Deinen Beruf übst du weiterhin aus, wenn es deine Bestimmung ist. Deine Beziehung wird weiterhin bestehen, wenn es so sein soll. Eure Familie, du, deine Frau und dein Kind werdet glücklich miteinander sein, wenn es eure Bestimmung ist. Ich betone immer Bestimmung und wenn es so sein soll, weil wenn du erwacht bist, dann folgst du deinem Dharma. Das heißt, du folgst deiner Bestimmung. Und all die Entscheidungen, die du vor deinem Erwachen getroffen hast und die nicht deinem Dharma, deiner Lebensaufgabe entsprechen, fällt weg. Alles, was nicht im Fluss des Lebens ist, fällt weg. Und deshalb kann es durchaus sein, dass Leute, das möchte ich jetzt nicht auf euch beziehen, das sehe ich überhaupt nicht bei euch so, dass Leute, die in einer Beziehung sind, die auf irgendwelchen Gründen beruhen, wie zum Beispiel Erbschaft, Geld, Aussehen, ich liebe den Partner, weil er so toll aussieht. Ich liebe meinen Partner, weil er ein gutes Vermögen mit in die Ehe bringt oder in die Beziehung. Das sind alles Konzepte, die für dein Leben überhaupt nicht oder für das Leben überhaupt nicht gut sind. Und deshalb alles, was nicht gut ist, fällt von den Betreffenden ab, die erwacht sind. Weil die Natur ist perfekt. Und du bist auch perfekt. Aber deine Perfektion findet keinen Ausdruck oder nur ein Teil, nur ein bisschen Perfektion ist da. Je nachdem, wie rein dein Leben ist, wie sehr oder wie weit du in deiner Bewusstseinsentwicklung bist. Wie weit du schon erwacht bist, davon hängt es ab, wie weit du perfekt bist. Im erwachten Stadium, und wir sagen ja, ich bin dieser Zustand von ich bin oder ich bin das kosmische Bewusstsein, wie der Name sagt, kosmisches Bewusstsein, der Kosmos hat ein Bewusstsein. Und aus diesem Bewusstsein ist der Kosmos entstanden. Und aus diesem Bewusstsein entwickelt sich der Kosmos.
Und aus diesem Bewusstsein löst sich der Kosmos auch wieder auf, wenn die Zeit gekommen ist. Und genau das Gleiche passiert mit unserem Körper, mit unserem Geist, mit unserem individuellen Geist. Wir sind ursprünglich aus diesem reinen Geist, aus diesem universellen Geist hervorgegangen. Und dann haben wir uns begrenzt, indem wir uns mit den Objekten unserer Wahrnehmung identifiziert haben. Das hat unseren Geist begrenzt, das hat unsere Sinnesorgane begrenzt und das hat unsere Handlungsorgane begrenzt. Und jede Begrenzung ist eine Einschränkung für das perfekte Leben. Das Gute, du fragst, was ist das Gute, wenn man erwacht ist? Das Gute ist, manchmal muss man die andere Seite betonen, damit das Gute gesehen werden kann. Natürlich kann ich dir jetzt auch eine ganze Reihe Punkte aufzählen, was passiert, wenn du erwacht bist. Das werde ich gleich machen. Und aber noch mal kurz einen Blick darauf werfen, was geschehen ist, damit, wodurch dein Leben jetzt so ist, wie es ist. Bist du im Ego? Wir sind alle im Ego. Wir betonen nur immer das Wort Ego, weil wir damit eine negative Assoziation haben. Oder sagen wir, das Ego muss weg. Aber das wird auch falsch verstanden, weil das Ego ist die Triebkraft für dein Leben. Du brauchst dein Ego, um all die Tätigkeiten, die du jetzt machst, zu tätigen. Und wenn es dir jetzt schlecht geht, wenn du Depressionen hast, wenn du Angst hast vor der Zukunft, wenn du Angst hast vor irgendwelche Erscheinungen, Viren, Bakterien, Würmer, Gifte aus der Umwelt, Gifte in deinem Leben, die entstanden sind durch negative Gedanken von anderen oder auch von deinen eigenen Gedanken, all das, was dein Leben vergiftet, alles, was dein Leben einschränkt, alles, was dein Leben nicht förderlich ist, alles, was dein Leben kaputt macht. Und all diese Negativitäten machen dein Leben, unser Leben kaputt, wenn wir nicht rechtzeitig die Kurve kratzen. Rechtzeitig Kurve kratzen heißt, das, was du gelernt hast, meditiere, transzendiere. Wenn du das nicht machst, dann geht dein Leben genauso wie bisher weiter, mit nicht viel großen evolutionären Schritten. Und du siehst einfach, jetzt werde ich alt, jetzt werde ich schwerhörig und jetzt kann ich schlechter sehen, schmeckt auch nicht mehr, jetzt brauche ich bald Hilfe. Oh, wie lange kann ich noch gehen? Mir tut der Rücken so weh, ich lahme schon. All diese Sachen, die wir kennen, und das haben wir uns alle selbst geschaffen. Aus unserem Geist ist unser Körper entstanden. Aus unserem Geist, so wie wir denken, fühlen, handeln, so ist der Körper entstanden. Und wenn du da etwas siehst in deinem Körper, in deinem Geist, in deinen Sinnesorganen, wo du merkst, oh, da kränkelt etwas, das hat dein Geist dir geschaffen. Der Geist, den du bestimmst durch deine Gedanken. Also alles, alle Probleme, alle Schwierigkeiten, alles, was du jetzt in deinem Leben erfährst,
ist ein Produkt aus deinen Gedanken, aus deinen Gefühlen, deinen Handlungen. Und deshalb gibt es da kein großes Entrinnen aus diesem Übel, wenn du nicht die Kurve kriegst und dich nach innen wendest. Und dann kommen wir zur anderen Seite. Nach innen wenden heißt so, wie du es gelernt hast, meditieren, transzendieren. Dann geht der Geist, der immer nur sich mit den Objekten seiner Erfahrungen und mit seinen fünf Sinnen, der sich immer da verbindet, nicht durch seine fünf Sinne, und gefangen ist und ein Opfer ist von den Objekten und er quasi dadurch verloren ist und ein Sklave wird durch die Bindung, das löst sich jetzt auf, indem du deinen Geist, wie du es gelernt hast, nach innen führst. Und jetzt kannst du sagen, in dem Maße, Schritt für Schritt, morgens und abends 20 Minuten meditieren, kommst du Schritt für Schritt in mehr Klarheit. Warum? Weil dein Geist sich der absoluten Klarheit nähert. Und die absolute Klarheit ist dieses kosmische Bewusstsein, dieses reine Bewusstsein, die Transzendenz, das transzendentale Bewusstsein. Und je weiter du jetzt mit deinem persönlichen Geist in diese tiefere Stille kommst, umso größer werden die positiven Qualitäten, die im absoluten sind, die in der Transzendenz nur zu finden sind, die kommen jetzt mehr in dein Leben. Jede Zelle, jedes Organ, jeder Knochen, alles wird durchtränkt von diesem Licht der reinen Bewusstheit. Und folgedessen, je reiner dein Geist wird, umso besser und so klarer kannst du denken. Und wenn deine Gedanken klar sind, dann sind sie energievoll, heilvoll. Und dann kannst du deine Handlungen viel leichter ausführen mit sehr viel größerem Erfolg. Wenn du jetzt 8 Stunden arbeiten musst, dann brauchst du vielleicht nur noch 7, 6, 5, 4 Stunden arbeiten und später gar nicht mehr, um deine Wünsche zu erfüllen. Willst du Millionär werden? Willst du ganz reich werden? Dann werden sich diese Wünsche erfüllen. Aber das hängt ganz davon ab, wie weit du in deiner Bewusstseinsentwicklung bist. Wie weit du in diesem Wachbewusstsein bist, wovon du gesprochen hast. Und bist du ganz in diesem reinen Bewusstsein, jetzt komme ich zu der anderen Seite, was passiert, wenn du ganz im reinen Bewusstsein bist? Reine Bewusstsein heißt dann, du hast das transzendentale Bewusstsein realisiert, das heißt, du hast das stabilisiert, du hast morgens und abends immer schön meditiert und dadurch passiert das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, so ein Übergang vom Wachbewusstsein in das transzendentale Bewusstsein, das ist ein eigener Bewusstseinszustand, das transzendentale Bewusstsein. Also unterscheidet sich vom Wachbewusstsein, Traumbewusstsein und Schlafbewusstsein. Und das ist ein Bewusstsein, das wach ist, wach in sich selbst. Und wenn du jetzt schön brav immer deine Meditation gemacht hast, dann wird mit der Zeit sich dieses transzendentale Bewusstsein immer mehr in deinem Leben zeigen. Und wenn du den Punkt erreicht hast, wo du dieses transzendentale Bewusstsein nicht mehr verlierst durch deine Aktivitäten, dann werden all diese Erfahrungen, die du schon auf dem Weg hast zur Transzendenz, mehr oder weniger, die werden dann alle stabilisiert und alles ist dann da. Das heißt, du bist immer in diesem reinen Bewusstsein. Das reine Bewusstsein, was nicht von deinem Verstand erfahren werden kann, aber wodurch dein Verstand jetzt voll unterstützt wird. Und wie ich sagte, du musst dann noch nur 2, 3 Stunden arbeiten und dann kannst du dir deinen Lebensunterhalt davon finanzieren.
oder gar nicht mehr. Du wirst auch merken, dass du gar nicht mehr viel schlafen brauchst. Und bist du voll erwacht, dann brauchst du gar nicht mehr schlafen. Dann schläft der Körper, schläft schon, nimmt sich seine 2, 3 Stunden Schlaf, aber du bist ja dann nicht mehr der Körper. Und dann mit dem Ego, wenn du transzendierst, ist auch gut zu wissen, weil es immer dieser negative Touch am Ego hängt, bei vielen Leuten. Das Ego, das ist eine Hilfe für dich, um in das Erwachen zu kommen. Guck mal, wenn du jetzt sagst, oh, ich muss unbedingt meditieren, oh, jetzt schon wieder abends, 17 Uhr, ich muss meditieren, muss meine 20 Minuten meditieren. Woher kommt das? Das sagt dir dein Ego. Also dein Ego hat einen ganz guten Einfluss darauf, dass du mehr in den Fluss des Lebens kommst und ein glücklicher Mensch wirst. Aber dieses Ego ist, wie ist das Ego entstanden? Das Ego ist dadurch entstanden, das ist nicht ein Objekt, das Ego. Der Körper ist ein Objekt. Das Ego ist Subjekt. Ist Subjekt. Genauso wie dein Selbst Subjekt ist, ist auch dein Ego Subjekt. Und was passiert, wenn der Körper geschaffen ist und jetzt das Denken beginnt und durch die Gedanken sich deine Welt, wo du durch die Gedanken deine Welt materialisierst, und da ist jetzt das Verbindungsstück, das Ego, das jetzt so zwischen Selbst und Objekt fungiert. Das heißt, das sind Wünsche, kommen aus dem Geist, die durch das Ego ihre Kraft bekommen. Hast du ein starkes Ego, positiv gesehen, ein starkes Ego, dann ist es dir sehr viel schneller möglich, deine Handlungen, die du vorhast, deine Wünsche, die du dir erfüllen möchtest, zu erfüllen. Das heißt, das Ego ist nicht negativ, das Ego hilft dir, deine Wünsche zu erfüllen. Natürlich sind das alles Wünsche am Anfang, die dich auch einschränken. Zum Beispiel ein Millionär, der ganz viel Geld sich besorgt hat durch Arbeit und durch Raffinesse. Da kommen oftmals auch negative Schwingungen mit rein, weil man nicht ganz ehrlich ist. Und das hat ja auch einen großen Einfluss auf den Millionär, dass sein Denken jetzt so belastet wird und sein Ego wird angekratzt und nicht. Und wenn das einmal angekratzt ist, dann wird es noch mehr angekratzt, weil dadurch Negativität entsteht und da wird auch Negativität angezogen, nicht? Und dann ist man mehr vielleicht auch mit negativen Menschen zusammen. Das ist ja eine Spule ohne Ende. Und das macht das Leben so eng. Und da kann ein Millionär völlig armseliger sein als du, wenn du keine Millionen hast auf dem Konto, nicht Millionär bist und vielleicht nur gerade so viel hast, dass du gut überlebst. Aber dein Bewusstsein kann so rein sein, so weit sein und so universell sein, und das ist es im kosmischen Bewusstsein, wo du dann viel, viel besser dastehst und intelligenter bist und viel weiser bist als der Millionär. Also ich zähle mal so, weil du danach fragst, Gerald. Die positiven Seiten sind im Wachbewusstsein. Das ist das Negative in deinem Leben nicht mehr gibt. Egal wie negativ die Welt erscheinen mag, aber du bist ja nicht mehr von dieser Welt, kann man sagen. Du bist nicht mehr der Macher in dieser Welt. Im erwachten Zustand bist du der kosmische Geist. Und der kosmische Geist handelt durch dich, Gerald, aber nicht durch das kleine Ego, sondern durch das universelle Ego, durch das kosmische Ego. Das kosmische Ego, das alles bewegt, das, wie ich sagte anfangs, dass die Sterne sich bewegen können, dass es der Morgen entstehen kann, dass die Sonne aufgeht, dass die Sonne untergeht, dass die Zeiten entstehen, die 4 Jahreszeiten und alles, was wir so sehen, auch dass die Erde entstanden ist, all diese Dinge geschehen dadurch, dass
dieses kosmische Ego am Wirken ist. Und du, wenn du jetzt dein kleines Ego transzendiert hast, dann löst sich deine Persönlichkeit auf. Und dein kleines Ego löst sich auf. Wir können auch sagen, dein kleines Ego transformiert sich zu dem universellen Ego. Und das universelle Ego macht keine Fehler. Das handelt immer im Einklang. Das ist so, wenn da Tausende von Zahnrädern da sind und jetzt bist du ein Zahnrad von dem Ganzen, da wirkt diese kosmische Intelligenz, diese göttliche Intelligenz, bewegt, dass alle Zahnräder und auch dein Zahnrad jetzt mit all den anderen Zahnrädern in Harmonie funktioniert. Stell dir vor, du bist ein Zahnrad von dem Großen und du funktionierst nicht richtig. Du denkst, ach nee, jetzt brauche ich nicht funktionieren und so. Das läuft nicht. Und außerdem, ich brauche nicht mehr so funktionieren. Der Gedanke kommt gar nicht auf, weil es dich, dieses Ich nicht gibt. Dieses kleine Ego. Und das große Ego, das denkt nicht. Es geschieht einfach, so genauso wie der Wille Gottes einfach geschieht, durch die Naturgesetze, die alles bewerkstelligen. Das heißt, deine Handlungen sind ab dem kosmischen Bewusstsein voll integer, also im Einklang mit all den Naturgesetzen, mit all den Zahnrädern, die da am Arbeiten sind. Und du bist eins von den Zahnrädern und du bist in Harmonie mit all den anderen Zahnrädern. Also all diese negativen Sachen, wie Ängste, Depression, Eifersucht, Essstörung, all diese Sachen, die wir so haben und uns ständig beschäftigen, so Müdigkeit, all diese Dinge sind weg. Weil es dich, Gerald, im erwachten Zustand äußerlich schon. Da bist du genauso da, da bist du wieder in deiner Gärtnerei, da bei deinen Kakteen und bist du am Pflanzen und Umpflanzen und Kaufen und Verkaufen. Das ist weiter so, aber das ist nicht mehr der Gerald, der da jetzt am Handeln ist, sondern das sind die Naturgesetze, nicht? Die bewirken, dass alles in Harmonie ist. Zum Beispiel dieses, was ich mit den Zahnrädern sagte, dass zum Beispiel mit deiner Partnerin ist ein Zahnrad, deine Partnerin, dein Kind ist ein Zahnrad, dein Haushalt ist ein Zahnrad, deine Gärtnereien sind Zahnrad, deine Kakteen sind Zahnrad, all das und deine Verbraucher nicht oder deine Händler sind Zahnrad. Alles ist so in Harmonie miteinander verbunden und alles ist in Frieden miteinander. Du bist also ständig im erwachten Zustand, im Frieden mit dir und mit deiner Umwelt. Du bist immer in der reinen Intelligenz, die immer alles weiß, weil sie drückt das reine Wissen aus. Das reine Wissen ist das unmanifestierte, allgegenwärtige Selbst. Und du bist das. Du bist dieses reine, allgegenwärtige Selbst und musst dich gar nicht darum kümmern, ob du dies so machst oder das so machst. Das geschieht durch die Natur. Dieses Ich, das ist immer noch so ein altes Denken, ich muss machen. Das fällt weg, wenn du in diesem erwachten Zustand bist. Dann machst du einfach, weil es dieses Ich, dieses kleine Ich gar nicht mehr gibt. Und das große Ich, das funktioniert aus sich selbst heraus. Das ist selbstbezogen, selbstbezogen. Und es geschieht alles aus sich selbst. Glückseligkeit ist da. Wird mehr. Du bist noch nicht in der vollen Glückseligkeit, aber du merkst, ich bin in so einer tiefen Zufriedenheit. Die volle Glückseligkeit, die kommt etwas später, wenn du noch weiterentwickelt bist, wenn du im Gottesbewusstsein bist. Aber so im kosmischen Bewusstsein merkst du schon immer mehr, oh, ist das schön. Und du fühlst dich so schön und so gut. Und da reicht dir auch die Meditation. Wenn du einfach die Augen zumachst, so meditativ, du brauchst ja nicht mehr meditieren, aber das ist einfach so toll, in diesem Zustand zu sein, wo keine Objekte da sind. Im kosmischen Bewusstsein ist es ja immer noch so, dass du, da ist das Selbst, das sich seiner eigenen Existenz bewusst ist, und das ist das Nicht-Selbst, wovon das Selbst getrennt ist. Und das ist auch so ein gewisser Pinch, gewisser Schmerz, aber nicht so ein Schmerz, wie wir so in unserem Leben erfahren, sondern einfach
so ein Gefühl, da fehlt noch etwas. Und was fehlt? Die Einheit. Das ist ein anderes Thema, da gehe ich jetzt nicht darauf ein. Das war ja auch nicht deine Frage. Ich denke, du kannst gerne weitere Fragen stellen, ihr natürlich auch alle. Ich schaue dir das Video nochmal an und prüfe mal, inwieweit hast du selbst dein Selbst realisiert. Und was sich aus, es drückt sich aus in der Leichtigkeit deines Seins. Leichtigkeit deines Denkens, deines Fühlens, deines Handelns. Der Erfolg stellt sich ein, ohne dass du nach dem Erfolg strebst. Du bist nicht mehr abhängig von den Handlungen. Du bist nicht mehr abhängig von den Früchten deiner Handlung. Deine Tätigkeiten werden also nicht von den Früchten deiner Handlung bestimmt. Was passiert, wenn man Ego ist? Deine Handlungen sind immer bestimmt durch den Kosmos, durch das große Ego, durch das universelle Ego, durch das alles im Universum geschieht. Und so genauso handelst du, auch genauso, auch wenn du deine Kakteen da verpflanzt und kaufst und in deiner Beziehung bist und Urlaub machst. Das gehört alles dazu. Wir müssen da nichts ausklammern, denken, oh, da werden nur die Planeten bewegt, das Gras muss wachsen und die Bäume müssen Früchte hervorbringen. Nein, du bist genauso wie jeder andere auch ein Teil vom Ganzen. Der Unterschied ist jetzt nur im kosmischen Bewusstsein, in diesem erwachten Zustand, dass du fehlerfrei bist, dass deine Handlungen im Einklang mit deiner Umgebung sind und dass deine Handlungen nicht mehr aus diesen egoistischen Bedürfnissen hervorgehen, sondern sie gehen aus dem kosmischen Zweck hervor. Und da bist du nicht der Handelnde, sondern die Naturgesetze, die drei Gunas, Sattva, Rajas und Tamas. Das sind die aufbauenden Kräfte, die Kräfte, die das, was aufgebaut worden sind, aufrechterhalten und die Kräfte, die dafür sorgen, dass das Aufgebaute wieder zerstört wird, aufgelöst wird, damit etwas Neues entstehen kann. Ein Satz zum Abschluss. Solange wir im Ego sind, können wir uns das gar nicht vorstellen, was alles Schönes und Gutes mit uns und durch uns für andere passiert. Das ist so befreiend, wenn du nicht mehr der Macher bist, sondern nur noch der Beobachter, der Wahrnehmende von den Handlungen, die durch dich geschehen. Und auch beobachten bei anderen, wie die vom Ego bestimmt sind und wovon du völlig unberührt bleibst. Bist du nicht in diesem erwachten Zustand, noch nicht im kosmischen Bewusstsein, dann bist du immer auch von den Gefühlen, von den Gedanken anderer abhängig und dadurch manipulierbar. Du kannst gar nicht dich selbst leben. Und das hört auf, sobald du voll erwacht bist. Da kann dich niemand mehr manipulieren. Du bist immer im Einklang und im Fluss mit dir selbst, mit der Natur, mit dem Leben. Alles Gute, Jai Gurudev.